Hallo Leute, wir sind in dieser Folge unterwegs, um das Solarpanel aufzubauen. Das hatten wir aber gar kein Problem mit, weil hier ist vor mir, ist ja, wie ihr seht, die Dingens, sag schon, das Lager, das können wir da runternehmen und dann können wir das Solarpanel da drauf stellen, das irgendwo da hinten ist. Und dann ist angesagt, noch den Rucksack leer zu machen, glaube. Und wenn wir den Rucksack leer haben, dann können wir eigentlich nach DeSolo wieder fliegen. Und da haben wir noch ein paar Aufgaben zu erlegen, nämlich die Plattform machen und diese Container sammeln. Nach dem Intro machen wir das los, ne? So, die Schubdüse, die liegt hier. Die hatten wir letztes Mal schon gebaut. Die packen wir gerade aus. Und dann kommt die da unten drunter, damit das wieder klappt. Ist sie da drunter? Ja. Die Solarpanel ist hier jetzt drauf schon montiert. Das ist aber nicht aktiv, einfach aus dem Grunde, weil wir natürlich nicht, Sonnenschein haben. Jetzt suchen wir mal gerade schnell noch Ammonium, weil das wäre dann das Zeug, um noch so eine Rakete zu bauen. Und so wie es aussieht, ist kein Ammonium gerade da, oder? Da ist auch keins dran. Ne? Ah, da ist aber noch was. Da ist noch Ammonium. Dann lass den ruhig schon da was basteln, weil dann haben wir es fürs nächste Mal fertig. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? So, er macht schon. Hier würde ich sagen, sind wir erst durch, oder? Achso, Rucksack leer machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, Kuh, aber Rucksack leer machen können wir auch gleich da vorne, weil der kann schon arbeiten, ne? Und der letzte da auch noch hin. Ich hoffe, die sind jetzt alle da dran, ne? Und, ach, der wird nicht weiter produzieren, einfach aus dem Grund, weil hier dann voll ist. Das heißt, da müssen wir mal gerade drei runter wegnehmen. Ist vielleicht nicht die beste Idee, sowas da drinnen zu haben, ne? So, der ist schon fertig, sehr gut. Der ist am Arbeiten, hat genug Platz, um was runterzuschmeißen. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Position in der Rakete ein und fliegen dann rüber, ne, oder? Das war jetzt gerade mal falsch, da ist betreten. Zu anderen Planeten und wir fliegen wieder nach DeSolo. Landeplattform bauen, ganz wichtig, um die Mission zu beenden. Und das zweite war... Oh shit, ah doch, da ist eine Markierung, dann geht's ja, ne? Dahin. Das zweite war, diese Proben zu kriegen. So, einsteigen bitte, rüberlaufen, Lager rausnehmen, Lager reinbauen. So, Proben waren, glaube ich, hier auch zu kriegen, ne? Oder? Wie war das? Hatte ich da nicht schon links noch eine gesehen, wenn ich hier durch bin? Nee. Lauf mal schnell ein paar Schritte hier rum. Das ist nur ein Deckel. Oh, hier gibt es auch noch Harz und da ist so ein Ding. Scan das schnell. Haben wir es gescannt. Da hinten gibt es noch so ein Teil, da steht auch noch ein Auto. Und da ist noch so eine Probe. Oxygen wird immer weniger, das ist schlecht. Das ist fertig. Und jetzt bitte schnell zur Sauerstoffversorgung. Jetzt darf ich mich hier nicht verlaufen. Shit. Und ich habe mich schon fast verlaufen, ne? Ja, am Ersticken, ich weiß. Lauf schneller, schneller. Lauf, 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 lauf. Glück gehabt. Oh Mann, ey. Aber wir wollen es unbedingt fertig haben, ist klar. Ne? Wir hätten ja auch nochmal zurückgehen können. Ah. So, das haben wir erledigt. Plattformbau.
Gut. Ist dann die Frage, wer kann die Plattform bauen, ne? Dieser Drucker bestimmt nicht, oder? Der macht einen Verpacker. Wäre natürlich schon die erste Idee, gleich einen zu bauen, ne? Aber Graphit sehe ich hier gerade nicht, ne? Biomasse ist da. Knapp daneben bei der Taste gerade. Hier ist der Strom. Das ist kein Graphit. Aber der wäre es sowieso nicht. Ich glaube, hier kann man das bauen, oder? Großer Drucker. Schmelzofen, Erdzentrifugal, Chemielabor, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, Handelsplattform. Nee. Buggy, großer Drucker. Wahrscheinlich brauchen wir den großen Drucker. Dreimal Gemisch. Haben wir hier dreimal Gemisch? Ich glaube nicht, ne, oder? Ist das da Gemisch? Nee, Zinkblende. Nee, ist hier gar nicht drin. Ne? Das ist auch Kohlenstoff, ne? Ammonium. Jetzt hat man auch unten das Ding nicht mitgenommen, ne? Ah, es ist das Lager. Komm, wir brauchen, sag schon, Gemisch. Wo müssen wir denn langfahren für Gemisch? Ich glaube, hier rechts irgendwo war das, ne, oder? Ne, erst nochmal nach links und dann nach rechts, glaube ich. Hier ist das Ammonium. Und hier rechts abbiegen, oder? Oder wo war das? War das hier rechts abbiegen und da war auch Gemisch? Ja. Gut. Einmal absteigen. Und kriege ich das jetzt hier so weg? Fällt das hier irgendwo in den Berg rein, so ein Shit, ey. Ach, dieses Ding ist, hätte ich auch schon weglassen können, ne? Forschungsprobe auch, ey. Da haben wir ja letztes Mal gut aufgepasst, ne? Komme ich jetzt hier runter einfach gelaufen? Aber warte mal, hier ist bestimmt auch noch, ne, oder? Und da ist auch noch ganz viel. Okay. So. Hier ist noch ganz viel Gemisch. Und es ist wieder ganz viel runtergefallen, ne? So ein Shit. Ah. Wie? Fällt runter und ich kann es nicht hier im Rucksack, ist doch Platz gewesen. Warum ist es dann runtergefallen? Weiß wieder keiner, ne? Also wieder komisch, oder? Oder ist es doch nicht runtergefallen und doch da reingegangen? Kann auch sein. Zack, 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 zack. Schnell. Hoch wieder.
So, weißt du was? Ich glaube, das reicht erstmal. Pack's gerade auf den Hänger, damit der Rucksack sofort wieder leer ist, wenn wir irgendwas anderes abbauen sollten, dass das geklärt ist, ne? So, ab ins Auto. Aber hier können wir vielleicht noch die eine oder andere Forschungsprobe einpacken. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, die mitzuhaben, ne? So, das da links ist, glaube ich, Ammonium, ne? Weißt du was? Mal einmal absteigen und Ammonium einsammeln. Brauchen wir für Raketentreibstoff, ne? Oder wie war das? Gut, zweimal reicht mir. Einsteigen, weiterfahren. Und Graphit wäre noch ganz schön, ne? Weil das ist das nächste Material, was wir dafür brauchen. Keine Ahnung, wo das rumliegt. Ammonium liegt tatsächlich hier vorne auch noch eins, aber das ist jetzt nicht schlimm. So, einmal absteigen bitte. Den wieder auspacken. Dann den dahin. Habe ich einen großen Drucker nicht? Hey, stopp, da hinten steht er doch, oder? Ist da hinten ein großer Drucker? Ich glaube, ich habe schon einen. Nee, das ist doch ein großer Drucker, oder? Großer Drucker. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Landeplattform. Aluminium und Keramik brauchen wir dafür. Aluminium ist schon drin, Keramik fehlt. Keramik baute man aus was? Was wir hier wahrscheinlich nicht finden, ne? So sieht's aus. Aus Quarz, ne? Ne, war das Quarz? Ich weiß es nicht. Wir können das gerade nachgucken. Deswegen sind wir vielleicht auch rübergeflogen. Kann das sein? Quarz macht man, also findet man in Höhlen, überall wohl. Und wo ist das Keramik jetzt? Muss ich da einen weiterblättern für? Wohl ja. Keramik. Ach nee, aus Lehm wird das gemacht. Okay. Holz, wo ist Lehm? Alle Planeten, zum Glück. Jetzt müssen wir nur das hier finden, das ist das Schlechteste. Das wird nicht so einfach, hier Lehm zu finden, glaube ich. Tja. Wo könnte hier Lehm sein? Aber wir werden erstmal den Anhänger ausladen. Weil das bringt uns jetzt hier nicht weiter. Was war das? Eine Forschungsprobe hier? Ja, kann auch hier bleiben erstmal. Obwohl, eigentlich packt die Forschungsprobe gleich hier drauf. Den Sauerstofffilter nicht hier drauf packen. Die nimm mit, die nimm mit. Das nimm mit. Rucksack gerade auf. Das nimm mit. Obwohl, einer reicht. Die lass hier liegen, die lass hier liegen. Rucksack wieder zu. Wenn wir Graphit finden, wäre das noch sinnig. Die Probe kommt noch hier drauf. Das runter, das runter, das runter. Also das ist schon mal das, was wir mitnehmen, oder? Ja, lass uns gerade runtergehen, weil da unten haben wir noch ein Lager stehen. Das holen wir dann hoch. Das holen wir hoch, das Lager. So, das bedeutet, dieses Lager stellen wir gerade hier hin. Das Lager nehmen wir runter und stell das gerade hier hin, weil das ist das, was wir mitnehmen wollen. Und dieses Lager kommt dann da drauf und wird aufgeklappt, damit wir besser sehen. So, das passt erstmal, oder? Wie viel Platz ist da noch drauf? Einer da und zwei da, also drei. Gut, jetzt ist Lehm gefragt. Wo würde man hier Lehm finden? Keine Ahnung. Ich würde erst sagen, wir machen hier einen Cut
Und in der nächsten Folge schauen wir weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.